Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zurück zu Ark Survival Ascended. Hier auf Suscenter mit der Omega Mod. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid, Freunde. Ja, wir sind in den sehr, sehr frühen Morgenstunden. Es ist, glaube ich, 4 Uhr in-game. Früh am Morgen. Sehr, sehr früh. Haben wir jetzt nochmal Gedanken gemacht, was wir als nächstes tun können. Wir haben ja beim letzten Mal ein bisschen stocken geraten. Beziehungsweise wir können eh gerade keine Kibbel machen. Ich würde sagen, wir versuchen mal ein bisschen Base Progression zu machen. Und zwar versuchen wir Richtung Fabricator zu gehen. Dazu brauchen wir Öl. Öl ist, wenn ich das auf der Karte noch richtig im Kopf habe, einmal rauszoomen, hier oben irgendwo im Schneebiom. Oben auf dem Berg war, glaube ich, immer Öl. Das würde ich mit euch ganz gerne angucken, aber ich will euch einfach so hinfliegen, denn ich möchte mal schauen, wie diese Teleporter-Mod von der Omega funktioniert. Teleporter. Da gibt es nämlich einmal einen Teleporter und einen Remote, sozusagen. Und wir haben, glaube ich, kein Polymer. Warum brauche ich jetzt dafür Polymer? Shit! Wir haben kein Poly. Wir haben keinen Fabricator. Wir müssen so hinfliegen. Dann können wir es halt erst danach machen. Du hast ein Ei gelegt. Oh, ich danke dir, mein Freund. Ich danke dir. Gut, müssen wir erstmal Poly ranholen. Dann fliegen wir einfach jetzt rüber Richtung Obsidianberg. Obsidianberg. Richtung Schneegebiet. Fliegen wir richtig? So in diese Richtung. Genau, da ist die fliegende Insel. Da oben ist Schnee. Da müssen wir hinkommen. Lebend, wenn möglich. Da oben drauf müsste Crystal sein. Ich hoffe, es funktioniert. Wir werden es sehen. In der Zeit können wir uns halt noch ein bisschen den wunderschönen Mond angucken hier. Auf unserer großen Reise. Oh, du versperrst mir gerade die Sicht. Also, wir holen jetzt Öl. Mit dem Öl können wir unseren Fabricator machen. Mit dem Fabricator können wir Poly machen. Mit dem Poly können wir den Teleporter machen. Und dann sollte es doch alles mal wieder ein bisschen einfacher werden. Hin und her teleportieren ist, glaube ich, eine ganz geile Sache. Ich hoffe, wir kommen lebend an. Ich hoffe, unser Dino überlebt. Das ist mir am wichtigsten. Ich meine, wir könnten uns da hinten sogar dann effektiv sterben lassen. Oh Gott, das hört sich hier alles an. Alles explodiert, alles macht Geräusche. Alles nicht so friedlich, wie ich mir es erhofft habe. Aber es muss ja auch ein bisschen Action manchmal dabei sein. Ne? Aber wir gehen es gemütlich an. Aber Teleporter wäre, glaube ich, ganz wichtig. Ich habe gelesen mit dem Teleporter, wenn wir ja gleich nochmal Regen ganz kurz nebenbei. Ein Teleporter. Können wir uns zur Obelisten teleportieren? Das ist natürlich eine. Oh mein Gott, ich muss hier weg. Das ist natürlich eine sehr, sehr geile Nummer. Oh mein Gott, eine Sonne. Oh mein Gott. Da ist irgendwas weggeflogen. Ach du Schande, was ist das denn? Ey, wir müssen hier weg. Das ist ja nicht auszuhalten. Oh Gott, bitte lass mich das überleben. Ich bin sehr gespannt, wie das später in der Mod sein wird, wenn wir mal einen richtigen Tame haben oder sowas. Ob man damit rumzieht. Oder wie auch immer. Ups. Oh, noch ganz kurz hier was eingestellt. So. Wir fliegen mal auf den Berg, dann können wir einmal zwischenlanden. Dann gucken wir, ob da oben jetzt Öl für uns ist. Wir haben 400 Leben, wir haben natürlich auch eine Menge Fortitude. Hier fliegt schon wieder irgendwas rum. Ich will nur Stamina tanken. Ihr müsst mich gar nicht beachten hier. Ich will nur kurz. Oh mein Gott, da unten der Schaden. Eine kleine Fuhre Öl holen. Ich muss auch gar nicht so super viel. Das wäre schon cool, wenn wir natürlich eine Menge holen, aber. Ja, ihr wisst, was ich meine, ne?
So, hier oben war doch immer Öl. Sind das jetzt die Ölsteine hier? Oder ist das Metall? Das wird jetzt natürlich schwierig herauszufinden, weil die Ölsteine haben sich natürlich auch verändert, ne? Oh. Ist das jetzt hier Öl? Ich hab so Schiss, hier abzusteigen, ne? Das ist Metall. Das ist alles Metall. Holy shit, wie viel Metall ist denn hier? Okay, wir machen einmal Inventar voll. Und dann können wir sterben nach Hause. Wenn wir hier jetzt drauf gehen, ist es nicht ganz so wild. Stein. Stein. Öl. Der Morgen ist angebrochen, Leute. Ja, hier können wir noch Metall mitnehmen, das ist sehr gut. Sollten wir einfach gleich einpacken, bis unsere Spitzhacke kaputt ist. Gut, also wichtig zu wissen, Öl gibt es immer noch. Ein bisschen Crystal mitnehmen. Alles mal so ein bisschen einpacken. Wollte ich noch ganz gern. Wie viel Öl haben wir jetzt? Ja, 155 ist nicht viel. Oh. Ist nicht viel. Aber es ist zumindest so viel, dass wir unseren Fabricator anstellen können. Mit dem Fabricator können wir auch einen Generator da endlich machen. Der läuft dann auch automatisch alles durch. Das ist dann schon mal ein dickes, dickes Base-Upgrade. Öl? Du bist Öl! Also die kleinen Steinchen hier sind Öl. Haben wir hier noch welche davon? Bisher ist es hier auch noch nicht ganz so gefährlich, ne? Also Ressourcen holen. Wie ist hier noch? Das ist hier schwer, so eine Kiste. 633 Beta-Sachen zum Anlocken, genau. Das ist eine ganze Menge. Dich kann ich nicht abbauen. Du bist aber Öl. Ja. Hier ist noch mehr Öl. Ah, wunderbar. So, dann haben wir auch gleich ein bisschen Metall noch angeholt. Leute, es läuft. Ich hatte Schiss, dass ich hier oben drauf sterbe. Also es ist ein bisschen anstrengender wird noch. So, gib mir ein bisschen Stamina bitte. Ja, yeah, wir starben. Das ist vollkommen egal. Ja, müssen wir was essen, damit wir nicht starben, ne? Damit wir Stamina wieder kriegen. Du bist ein normaler Stein. Dann machen wir den noch weg. Und dann springen wir hier mal an der Seite runter. Wir können uns ja sterben lassen. Und unsere Leiche in der Base wiederholen. Das sollte ja eigentlich funktionieren, laut der Mod. Bin ich sehr gespannt. Aber ich glaube, hier sollten wir sterben, oder? Eigentlich müssten wir jetzt drauf gehen. Respawn at bed. Keine Eier. Keine Eier hier liegt. Jawohl, guckt euch das an. So farbt man.
An mit dir. Dann kriegst du auch ein bisschen Öl. Irgendwo müssten wir noch Leder haben. Warum habe ich das eigentlich hier reingepackt? Das passt hier gar nicht rein. Oder gehört hier gar nicht rein. Oh, wir haben gar nicht... Stimmt, das war das Problem. Wir hatten gar nicht so viel... Leder. Können wir noch ein bisschen was ranholen schnell mit dem Pete? Wir sollten uns vielleicht wieder Klamotten anziehen. Das ist ein normaler Dilo mit 5400 Leben. Also revidieren wir das mal. Kein normaler Dino. Da ist ein normaler Dodo. Mit 3000 Leben. Diese Mod, ne? Ein Psychoparasaurus. So, wenn wir normale Pfeile einladen. Ich packe mir mal zur Sicherheit ein, wenn ich das so drauf gehst. Ja, brüll ruhig. Oh ja, 151. Hey, Baby haben wir auch noch nicht. Wir haben noch kein Prime Meat, ne? Was hältst du denn aus? Sehr schön. Okay, wir haben unser Leder bekommen, was ich wollte. Und sogar Prime Meat. Dann geht's direkt zurück. Ja, du kriegst mal ein bisschen, noch ein bisschen Stamina. Und dann sollten wir doch jetzt in der Lage sein, einen Fabrikator zu machen, oder? Fabrikator. Ja, danke. Obwohl, wir könnten dich auch in die Ecke da stellen. Ja. Die kannst du stehen bleiben. So. Dann haben wir ein bisschen davon. Wir können noch ein bisschen Leder hier eindingsen. Die Essenzen kommen da rüber. Und du kannst mir doch jetzt mal ein bisschen... Wir holen uns erstmal einen Generator. Wir brauchen Electronics. Das sollte ja nicht so das Problem sein. Weil Perlen haben wir ohne Ende. Wie viel hast du schon wieder produziert? Schon wieder 250. Das ist so krass. Also später musst du halt wahrscheinlich gar nicht mehr farmen gehen. Achso, hier nicht. Hier bitte run. Und wir haben jetzt noch 1400 Perlen fast. Geil, dann können wir gleich einen Generator machen. Der bepowert das hier natürlich dann alles. Warum kommt es mir gerade so ein bisschen laggy vor? So, was kosten Generator? 25 Metal nur. So, du kannst dann
packen wir dich denn mal hin? Hier? Super. Gut, Generator haben wir auch. Jetzt wollte ich mal mit den Teleportern gucken. Wir brauchen noch Poli. 10 Poli war das, ne? Poli mehr. 10 Stück, bitte. Das ist ja nicht das Problem. Metal haben wir ja auch. 302. Was kostet der Teleporter? Teleporter kostet einmal 100 und nochmal 50. Sehr gut. Haben wir genug was über? Mal gucken, wie der funktioniert. Da bin ich sehr gespannt. Teleporter. Das und dann einmal Remote. Oh ja, sehr schön. Hoffentlich ist der nicht zu groß, der Teleporter. Oh, es ist süß. Den wollte ich nämlich hier hinstellen. Open Teleporter Menü. Make Public. Pickup, open. Teleport Tribe. Receive Corpse or Bags. Das kannst du hier drüber auch machen. Das ist natürlich sehr nice. So, wie ist das jetzt mit dem Teleporter-Ding an sich? Hallo? Teleport to try. Teleport Dinos to your view. Omega Teleporters. Okay, das ist witzig. Und Teleport to Obelisk. Schade, hier wird keiner angezeigt. Also müsste ich überall Teleporter aufstellen. Aber es ist schon mal ganz geil, dass wir uns jetzt so hierher teleportieren können. Das ist schon mal sehr wichtig. Denn so können wir woanders noch Teleporter ausstellen. Das ist sehr nice. So, Base Upgrade. Wunderbar, das läuft. Jetzt wollte ich nur einmal einen Collector machen. Ich weiß nämlich nicht, ob der mit dem Generator vielleicht sogar doch... Oh, der kostet 250. Eine Metal-Camo nehme es. Macht mir über Zeit der Metall. Okay. Was ist mit dir? Du bist ein normaler Parasaurus mit 17.000 Leben. Achso, das wollte ich jetzt auch testen. Wenn wir jetzt... Momentchen mal. Wenn wir jetzt teleportieren. Ach, guck mal, die sehe ich sogar auf der Karte. Okay, mein Dino bleibt da. Wenn ich das Ding jetzt hier reinpacke. Oh! Ich muss das nicht mehr machen. Ich kann alle Omega-Dinos quasi her teleportieren. Das ist ja mega. Das heißt, im Notfall, wenn ich sterbe, kann ich sie direkt hierher teleportieren. Teleport to Location Stone Beat. Oh, ist das cool! Also das lohnt sich. Das ist schick. Okay, wir müssen auf jeden Fall zähmen. Ich bin am Überlegen. Wir brauchen immer noch Chitin, Keratin. Das ist so das, was uns noch aktuell fehlt. Das kriegen wir am besten im Moment durch Mega Neuras.
Können wir eigentlich... Moment. Hä? Wo ist denn mein Dino-Finder? Geht das bei Dino-Finder nicht mehr? Bin ich blöd? Ich stehe gerade so auf dem Schlauch, dass ich das nicht mehr weiß. Reconnect. Reconnect. Vielleicht muss ich einfach mal neu starten. Hm? Kann ja manchmal daran liegen. Weiß es nicht. Wäre die einfachste Methode gerade. Stehe ich so auf dem Schlauch, dass die... Okay, wir machen es anders. Wir fliegen jetzt mal in die Richtung. Gucken mal so ein bisschen am Strand rum, ob wir Trilobites finden. Damit kriegen wir Chitin ran. Wofür ich Chitin benötige? Vielleicht ist es ganz schlau. Oh, ein Spectral 150er. Oh, Baby. Was brauchst du denn? Ich hab das Omega-Spyglas weggeworfen, ne? Ein Spektraler. Ein Ei haben wir noch. Backup ist nicht schlecht, ne? Ich lass mich schon ablenken. Spectral, nee. Omega... Item-Fragmenter. Okay. Spyglass. Omega-Spyglass. Warum habe ich das gerade in meinem Inventar nicht gefunden? Das ist doch. 10 Wood und 10 Metal. 5 Metal. Und 10 Wood. Wieder völlig... Völlig daneben. So, was braucht der Gute? Eteral, Eternal, whatever, Kibbel. Da unten geht's wieder ab. Beta, Elite, da. Basic Soul. Können wir den machen? Oh, können wir machen. Okay, dann würde ich noch ganz gern einmal Sedativ. Ich will einmal einen guten haben, bitte. Dass der gleich liegt. Nur einen. Mehr will ich gar nicht. Tranks. Elite Knockout. Einladen bitte. Nein! Ist der das? Ein
150er muss ich einfach einpacken, ne? Ich kann den damit nicht verschießen. Ach, du ahnst es nicht. Hier ist dein Kibbel, wir ziehen weiter. Wir holen dich ab, wenn du fertig bist, ne? Schön liegen bleiben. Okay, cool. Dann gucken wir jetzt mal Richtung Blauen Obi. Vielleicht finden wir da ja irgendwie mal ein bisschen Chitin. Oder was anderes, was man in nächster Zeit zähmen kann. Ja, wie gesagt, Richtung Fleischfresser müssen wir immer noch gehen. Ich weiß zwar noch nicht wie oder was. Am besten wäre natürlich irgendwie ein geiler, richtig großer, schöner Spino. Ne? Am besten ein Meat-Spino, der jetzt auch gleich Fleisch macht. Oder man geht Richtung Archie vielleicht sogar. Wow, siehst du cool aus. Okay, ist ja gut. Ich wollte dich nur kurz angucken. Was ist mit diesem Drop? Den ich nicht öffnen kann. Okay, hier hatte ich mir jetzt erhofft. Ach du Schande. Vielleicht den ein oder anderen Trilobite zu finden. So am Strand, im Wasser ist das, glaube ich, vielleicht sogar machbar. Müssen wir eh noch aufs Metal warten für den Item Collector. Ich hoffe, der funktioniert mit dem Generator. Das wäre mega. Aber ich glaube, so viel Glück habe ich wahrscheinlich hier nicht. Oh, ups. Haben wir mal auf die Taste gekommen? Ist ziemlich ruhig hier bisher. Hier sind noch Dodos. Ja, obwohl Dodos gerade nicht so relevant sind. Ich hätte wirklich ganz gern auf jeden Fall einen ganzen Batzen Chitin. Wenn wir einen Fleischfarmer haben, dann können wir damit ja woanders hingehen, ne? Damit wir auch mal was kriegen. An Chitin. Das ist dieser neue Fisch, den ich mir auch noch nicht angeguckt. Schade, ich glaube, wir werden hier keine finden. Warum? Warum machst du das da? Wir gehen mal kurz zu Skull Island. War ja auch mal geil. Ich glaube, da waren sogar damals Spinnen drauf und so, ne? Wenn ich das noch richtig im Kopf habe. Guck mal, was ist denn? Eine Broodmother. Aber eine Mini-Broodmother. Wie süß ist die denn bitte? Okay, wir ziehen weiter. Die macht ein bisschen viel Schaden. Oh, du hast jetzt überall Pillar drumherum. Was ist das denn für Zeug? Ist das nur Deko? Ja, ist nur Deko. Knockback Onyx? Stimmt, Onyx. Alter, ist die Obsidian. Holy shit. Mit Onyx wollte ich mich jetzt nicht anlegen.
dachte schon, eine Spinne oder sowas. Ah, oder ist das ein Skorpion? Metal-Skorpion, aber da gibt halt nur Metal wieder, ne? Aber auch eine geile Geschichte. Ja, es ist so schwierig, normale Dinos zu finden. Ist ja alles voll mit Opsi. Weißt du nicht, wofür man so viel Opsi brauchen könnte? Es sei denn, du hast so viel Cementing Paste über, dass du... Oh, ist das schön. Das ist ja wunderschön gemacht. Können wir kurz landen für Stamina? Das ist ja mega. Die Feuertöpfe sind cool. Wenn man die bauen könnte, wäre geil. Aber der ist echt schön gemacht, der Schädel. Schön, dass der auch geblieben ist. Geile Nummer. Da explodiert schon wieder irgendwas. Will mein Pete nicht gleich verlieren. Oh Gott, hast du mich verjagt. Dodo, Dodo, Dodo. Also es ist nicht ganz so laut wie in der Primal 4 Mod. Aber ihr knallt es trotzdem, ne? Aber ich habe immer noch keinen Trilobite gesehen. Das ist ein bisschen schade. Ich dachte, die finden wir hier. Oh mein Gott. Und dann... Huch. Und dann müsste es ja auch erstmal normaler Trilobite sein. Dass der uns auch was bringt. Hey Leute, mir ist das zu gefährlich hier, ne? Sag ich euch, wie es ist. Also. Da gehe ich lieber mal nach Hause, bitte. Dann können wir wenigstens noch unseren Pete abholen. Unseren neuen. Da unten ist er. Njong. Da ist er. Spectral Pete. Komm mal mit. Gucken wir uns den einmal noch mal kurz an. Oh, der ist sogar weiblich. Habt ihr jetzt Mate Boost drin? Ja, ihr habt sogar Mate Boost. So, wie geht's denn dir? Die Frage ist, was kannst du? Ne, aktuell sieht es halt genauso aus wie normaler Pete. Naja. Würde man ganz gern wissen. Er hat nur Schießen und Grabben. Können wir mal was angreifen damit, bitte. Wollen wir einmal ganz kurz ein paar Essenzen holen? Dip, 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 dip. Geht's hier immer noch so ab?
Was ist das denn? Minion? Apex. Oh, Alter, ich jetzt ab. Ja, wir kriegen auf jeden Fall Ressourcen. Das ist so gefährlich hier. Also hier kannst du dich einfach hinstellen und Essenzen fahren. Tja, Leute. Ich habe keine Ahnung, wie man hier irgendwie Spezialattacken macht. Mit C kann ich nur rollen. Hm. Ich denke, das finden wir irgendwann heraus. Ich denke, das sollte nicht so das Problem sein. Oh, hier unten ist ein Spino. Gamma. Windburst Spino. Nicht das, was ich mir gerade gehofft habe. Erhofft habe. Und keine Eier. Wie viel Metal haben wir denn? 215. Immer noch nicht genug. Wollen. Können wir noch irgendwas bauen? Wir wollten ja noch. Das haben wir gemacht. Torch, Schwert. Genau, ich hätte ganz gern das neue Multitool. Und dann hätte ich vielleicht noch einmal ganz gern gegambelt. Einmal nur. Das, was in der Folge auch abhaken können. Ich meine, wir sind super vorangekommen. Ne? Base Upgrade, Teleporter. Ist schon mega. So. Boom. Also was uns noch fehlt, sind Hosen. Naja gut, okay, hat es nicht gelohnt. Ihr Lieben, in diesem Sinne, besten Dank fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.